of Ebenezer Scrooge, that he knew how to keep Christmas well. Willkommen bei WatchMojo Deutschland. Heute schauen wir uns die denkwürdigen Heldenwechsel von Filmschurken an. Diese Liste zählt nur Filme, in denen sie im selben Film das Team gewechselt haben. Achtung, Spoiler-Alarm. Nummer 10, Jason Dixon. Als Mildred Hayes als Reaktion auf die mangelnden Fortschritte bei den Ermittlungen zum Tod ihrer Tochter Plakate aufstellt, wehrt sich der Polizist Jason Dixon gegen die Kritik der Mutter. Advertising, I guess? Advertising what? Something obscure? Sam Rockwell gibt dieser bösen Figur einen Hauch von Menschlichkeit und macht Dixons letztendlichen Sinneswandel glaubwürdiger. Ein Brief mit guten Ratschlägen seines Chefs hilft ihm dabei, sich selbst zu bessern. Good luck to you, Jason. You're a decent man. And yeah, you've had a run of bad luck. But things are gonna change for you. I can feel it. Schließlich hilft der Hayes und versucht, den Mörder ihrer Tochter zu finden. Am Ende legt er einen Teil seiner Wut beiseite und wird zu einem unwahrscheinlichen Vertrauten von Hayes. I'm sorry, I got your hopes up. That's all right, that's all right. At least I had a day of hoping and that's more than I've had for a while. Manche halten seinen Erlösungsbogen für zutiefst fehlerhaft, aber es bleibt eine ehrgeizige und kontroverse Entscheidung in einem preisgekrönten Film. Nummer 9, Luke Hobbs. We find him, we take him as a team and we bring him back. And above all else, we don't ever, ever let them get in the cars. Crime scene is 10 hours old and counting, men. Let's go hunt. Einer der denkwürdigsten Bösewichte der Fast-Franchise ist Luke Hobbs, ein Mitglied des diplomatischen Sicherheitsdienstes. Sein Fokus, seine Entschlossenheit und seine Muskeln machen ihn zum Albtraum für die Fast-Crew. In der Hoffnung, sie zu Fall zu bringen, liefert sich Hobbs einige spannende Verfolgungsjagden mit Dom und Brian. Das alles ändert sich, als der Agent seine eigenen Teamkollegen verliert und sich mit seinen Zielpersonen zusammenschließt, um einen gemeinsamen Feind zu bekämpfen. Nach dem letzten Raub lässt The Rocks Figur die Protagonisten sogar ganz gehen. The way I see it, you've earned yourself 24 hours. Money stays though. If I were you, I'd use the time. Make peace with whatever demons you've got left. Es ist vielleicht weit hergeholt, aber die Darsteller sorgen dafür, dass sich all diese unterhaltsamen Wendungen überzeugend und verdient anfühlen. Der stets unterhaltsame Johnson ist eine großartige Ergänzung für die Serie und verleiht seiner Rolle einen zusätzlichen Reiz. Come on, Nate, it's a lot of heat. I'll see you soon, Toretto. Nummer 8. Die Bestie. In der ersten Hälfte von Die Schöne und das Biest kann man leicht vergessen, wie furchtbar dieser Bösewicht ist. I thought I told you to come down for dinner. I'm not hungry. You'll come out or I'll break down the door. Schließlich hält er Bells Vater und später die Heldin selbst gefangen. Deren Status ändert sich durch die Reise des Entführers von einem Häftling zu einem romantischen Interesse. Während er seinen Fluch bekämpfen will, wächst dem Antagonisten dank der schönen Zeit mit seiner zukünftigen Partnerin auch ein Herz. I've never seen so many books in all my life. You like it? It's wonderful. Then it's yours. Oh, thank you so much. Nach einer Tanznummer und der abschließenden Kampfszene lässt seine Sturheit schließlich nach. Nachdem er sich als Held erwiesen hat, kehrt das Biest in seine menschliche Gestalt zurück und verdient sich das Recht, mit Belle zusammen zu sein. Nummer 7. Marcellus Wallace. He hit you and then he crashed into that car. Who? Him. Marcellus Wallace, der in diesem Kriminalfilm mehrere Handlungsstränge beherrscht, kommandiert die Leute während eines Großteils von Pulp Fiction herum. Er ist auch der direkte Gegenspieler von Bruce Willis' Butch Coolidge, als dieser sich entscheidet, keinen Kampf zu veranstalten. Der Boxer trifft später auf Wallace, kämpft gegen ihn und wird dann mit ihm zusammen gefangen. Diese grausame Wendung des Schicksals bringt den Gangster dazu, sein ganzes Leben zu überdenken. I tell you what now between me and you. There is no me in you. Coolidge beschließt, seinem ehemaligen Feind bei der Befreiung zu helfen und legt später seine Differenzen mit seinem Erzfeind bei. Der Bösewicht bietet dem Kämpfer dann an, die Stadt als Zeichen des guten Willens zu verlassen. Pump the bags. If we don't split right now, we're gonna miss the train. Come on, be downstairs.
Is everything well? Just come on, no talking now! Diese Sequenz hat vielleicht nicht die schlimmsten Angewohnheiten der beiden Männer verändert, aber sie zeigt, dass selbst ein Mörder Mitgefühl zeigen kann. Nummer 6. Gru. We stole the Statue of Liberty! The small one from Las Vegas! In dieser Geschichte über einen Superschurken etabliert sich Gru schon früh als Meister seines Fachs. Doch dann wird seine Schurkerei von drei unwahrscheinlichen Charakteren auf die Probe gestellt. Hi, I'm Margot. This is Edith. And that's Agnes. Um einen Rivalen auszuschalten, entführt der böse Meister ein Trio von Mädchen, die ihn zu einem väterlichen Menschen machen. Er nimmt die Kinder so in sein Leben, sein Labor und seine Pläne auf, dass er sie als Töchter ansieht. Durch diese entwaffnende Entwicklung erkennt der Hauptdarsteller, dass er eine andere Seite an sich hat, die ihn als hingebungsvollen Vater auf unbekanntes Terrain schickt. Thought he was happy as he could be. Then three little kittens came around. And turned his whole life upside down. Und er ist genauso überrascht wie alle anderen über diese Veränderung. Nummer 5. Wikus van der Murray is to move 1.8 million prawns from their present home in District 9 to a safer and better location. Wikus van der Murray wird auserwählt, um die Umsiedlung von Außerirdischen aus dem gleichnamigen Lager an einen neuen Ort zu leiten. Zu Beginn ist er eine Unternehmensdrohne voller Vorurteile gegenüber den Außerirdischen, aber er ändert seine Meinung, als er durch einen Unfall zu einem von ihnen wird. Good boy, man, I'll shoot a pig! I'll shoot, sir! Listen, I'll shoot a pig again for you, I'll pull the trigger, but I'm not shooting that prawn, you hear me? Der Bösewicht macht eine körperliche und emotionale Entwicklung durch und bekommt Hilfe von der Spezies, die er einst verachtete. Er ist bei weitem nicht perfekt und der Film zeigt das immer wieder, während er sich auf einen gewalttätigen Höhepunkt zubewegt. Doch am Ende wird der Mann zum Helden, als er dem außerirdischen Christopher Johnson hilft, in Sicherheit zu fliegen. People everywhere across Johannesburg are flooding the streets, are pouring out of their offices and all eyes are pointing up towards the sky. Manchmal entstehen Helden aus den schlimmsten Menschen und District 9 ist ein gutes Beispiel dafür. Nummer 4. Loki. Behold! Thor! Odin's son! You had one job. Loki, der als Gott des Unheils bekannt ist, hat nicht gerade den Ruf, vertrauenswürdig oder heldenhaft zu sein. Diesem Ruf bleibt er auch in Thor Ragnarök treu, bis eine neue Bedrohung auftaucht. Der Schurke kehrt zurück, um seinem Bruder zu helfen und erklärt sich bereit, seine Differenzen mit Thor zum Wohle Asgards beizulegen. I think we should disband the Avengers. Hit it with a lightning blast. I just hit it with the biggest lightning blast in the history of lightning. It did nothing. Dies führt zu einem Höhepunkt des Konflikts zwischen den Göttergeschwistern und ihrer lange verschollenen Schwester Hela. Unter den Hörnern hat der unterhaltsame Antagonist doch ein schlagendes Herz und ein Gewissen. Tom Hiddlestons charmante Darbietung sorgt außerdem dafür, dass der Bösewicht am Ende gar nicht so schrecklich wird. Ragnarok, search his crown, the vault. It's the only way. Bold move, brother. Even for me. Nummer 3. Der Grinch. I'm going to whisper, so that by the time my voice reverberates off the walls and gets back to me, I won't be able to hear it. You're an idiot! In der Live-Action-Verfilmung von Dr. Seuss zeigen Regisseur Ron Howard und Jim Carrey, dass der Grinch das Publikum nach wie vor inspiriert. Das liegt zum Teil an dem dramatischen Sinneswandel der Figur. Zuerst inspiriert ihn seine einsame, verbitterte Persönlichkeit dazu, Weihnachten für Whowell zu ruinieren. Nachdem er entdeckt hat, dass den Bürgern ihre Geschenke egal sind, wächst dem Bösewicht buchstäblich das Herz. And what happened then? Well, in Whowell they say that the Grinch's small heart grew 3 sizes that day. Der emotionale Wandel funktioniert besonders gut mit Carries starker Leistung. Der Grinch findet Freunde in den Menschen, die er einst hasste, und verändert sich für immer, nachdem er die Macht der Gemeinschaft erkannt hat. Hi, Dedek! I'm the Grinch that stole Christmas. And I'm sorry. Howards sichere, souveräne Regie bringt dich zum Lachen, zum Weinen und zum Mitfühlen mit dem Anti-Helden, und zwar die ganze Zeit über. Nummer 2. Darth Vader. Your thoughts betray you. Your feelings for them are strong. Especially for
Sister. Nach den beunruhigenden Ereignissen von Das Imperium schlägt zurück, steht Luke Skywalker in dieser Fortsetzung seinem Vater Darth Vader und dem Imperator gegenüber. Der böse Imperator hat Luke da, wo er ihn haben will, und bereitet sich darauf vor, ihn zu erledigen. Aber das ist mehr, als Vader ertragen kann. Seine väterlichen Instinkte treten in den Vordergrund und er rettet seinen Sohn, indem er seinem Boss in einem heroischen Opfer ein Ende setzt. Die Skywalkers haben dann noch ein letztes Gespräch, das ans Herz geht. Als Luke den Helm seines Vaters abnimmt, entdeckt er die Menschlichkeit hinter der schurkischen Rüstung seines Vaters. You were right about me. Tell your sister. You were right. Es ist eine bewegende Verwandlung für eine Figur, die als eine der gefürchtetsten in der Galaxie gilt. Bevor wir zu Nummer 1 kommen, vergesst nicht, unseren Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, um keinen unserer neuen Videos mehr zu verpassen. Nummer 1: Scrooge. I wish to be left alone. Since you ask me what I wish, gentlemen, that is my answer. I don't make merry myself at Christmas, and I can't afford to make idle people merry. In einer der berühmtesten Geschichten von Charles Dickens hasst Scrooge alles und jeden um ihn herum. Es gibt viele Versionen von Scrooges Erlösungsgeschichte, aber wir haben uns für den Klassiker von George C. Scott entschieden. Dieser Meisterschauspieler verkörpert die Figur voll und ganz und macht deutlich, warum sein Name ein Synonym für Negativität, Gier und Unglücklichsein ist. I asked to see some emotion in connection with this man's death. You show me only greed and avarice. Let me see some tenderness, some depth of feeling. Erst durch Hilfe von drei Geistern erkennt er seine Fehler und wird zu einem gütigen, fürsorglichen Menschen. Das Finale der Geschichte ist eine Quelle unendlicher Inspiration und beweist, dass es für jeden Menschen Hoffnung gibt. Of course it's still in force. Hurrah! I was sure that one day. You were sure. Well, apparently you were right. Yes, I should like to dine with you and your friends. Indem er sich die Lektionen zu Herzen nimmt, die er auf seiner Reise mit den Geistern gelernt hat, ist die Hauptfigur eines der besten Beispiele für einen veränderten Menschen. Haben wir irgendwelche bemerkenswerten Verwandlungen von Filmschurken vergessen? Lass es uns in den Kommentaren unten wissen. Only seconds to go. Seid ihr mit unserer Liste einverstanden? Seht euch auch dieses Video von MutschMojo Deutschland an und stellt sicher, dass ihr den Kanal abonniert und die Glocke aktiviert habt, um keine neuen Videos mehr zu verpassen.